Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen beim Gamer Impuls. In diesem Video möchte ich euch erklären, wie ihr die erste Phase des neuen Raid Garten der Erlösung abschließen könnt. Ich werde euch natürlich alles nach und nach simpel erklären. Diese Phase dürfte kein Problem sein. Ihr startet diesen Raid und werdet vor so einem Vex-Portal hingeportet und dort müsst ihr einfach nur diese paar Ads clearen. Wenn ihr dann diese getötet habt, könnt ihr in dieses Portal gehen und zur ersten Phase laufen. So, nun sind wir dort angekommen und ihr seht schon den Boss, sage ich jetzt mal, vorne. Aber um den geht es eigentlich in dieser Phase nicht. In dieser Phase ist es rein eine mechanische Sache. Also ihr müsst keinen Boss schaden oder so. Also schaut, dass ihr auf Ad-Clearung eure Super und alles macht. Ja, damit ihr diese Phase startet, schießt ihr entweder den Minotaurus an, den der Boss aussaugt. Aber das ist nicht so gut, denn ihr müsst ja ein Tor öffnen. Und damit schießt ihr auf diesen Würfel. Wenn ihr auf diesen Würfel drauf schießt, bekommt ihr einen Lichtstrahl. Diesen Lichtstrahl könnt ihr natürlich euren Hütern weitergeben. Und somit könnt ihr eine komplette Strahlverbindung zu dieser Tür weiterleiten. Dort befindet sich dann ein Kreuzschloss. Und da muss das eigentlich nur hin verbunden werden. Dann öffnet sich die Tür. Ihr teilt euch in zwei Gruppen auf, jeweils drei Hüter, drei bleiben hier am Anfang und drei gehen weiter. Ihr müsst solche Kotzwürfel aufheben, die diese Hub hier ausspuckt, und wenn ihr diese Kotzwürfel aufhebt, bekommt ihr einen Debuff. Der ist 2,5 Minuten lang. In dieser Zeit könnt ihr keinen weiteren Würfel aufheben. Deswegen teilt ihr euch in zwei Teams auf, dass ihr drei Leute hier habt, und ordnet euch so ein, dass ihr immer sagt, ich nehme jetzt den ersten auf, ich nehme den zweiten und ich den dritten. Derjenige, der immer dran ist, sollte immer den Boss im Blick haben, dass er schnellstmöglich diesen Würfel aufheben kann, denn ansonsten ist es ein Wipe. In der Zwischenzeit werden nämlich die anderen drei Hüter ja eben zum nächsten Bereich laufen und dort alle Ads clearen. Es sind ein paar Goblins, es ist ein Zyklop und ein Champion. Die müssen alle getötet werden. In der Zeit, wo auch der Zyklop tot ist, tauchen hier bei dem ersten Bereich auch zwei auf. Da könnt ihr euch gerne absprechen. Wenn der eine tot ist, dann kriegen die eben zwei Stück. Und dann kommt bei dem anderen Team eine Hydra. Und wenn diese Hydra tot ist, erscheint auch dort ein Würfel. Also besser gesagt, das Schild von dem Würfel geht weg, weil der Würfel ist schon da. Es gibt drei verschiedene Positionen. Die könnt ihr euch einfach suchen. Die sind eigentlich sehr offensichtlich. Und dort müsst ihr dann eben auch, wenn ihr diese Hydra dann getötet habt, auch wieder eine Verbindung vom Würfel zum Torschloss weiterleiten, damit eben sich das öffnet und der Boss beim ersten Bereich verschwindet und beim zweiten Bereich auftaucht. Und da muss dann wieder das Gleiche gemacht werden, nur dass diesmal die Teams wechseln. Das heißt dann, ich war jetzt zum Beispiel bei den Würfelteam zum Aufheben dabei. Jetzt muss ich eben die Ad-Clearung machen. Und das andere Team muss in dem zweiten Bereich jetzt die Würfel machen. Ja, also ihr wechselt immer durch, weil ihr eben diesen Überschuss habt und keine weiteren aufnehmen könnt. Außer einer stirbt, dann könnt ihr natürlich wieder einen aufheben. Aber am besten eben mit diesen zwei Dreier-Teams habt ihr eben dann die Möglichkeit, immer wieder zu rotieren. Also wie gesagt, ihr müsst dann als nächstes dann eben die Ads auch clearen, dann auch eine Hydra wieder töten
Und dann habt ihr den nächsten Würfel und müsst wieder das nächste Tor öffnen. Also ich hoffe, ihr konntet das jetzt gut sehen, dass ihr eben immer rotieren müsst. Würfel, Add-Kontrolle, Würfel, Add-Kontrolle. So müsst ihr das Ganze machen. Bei der letzten Phase ist es dann so, dass ihr eben drei Schlösser aufmachen müsst. Und dazu braucht ihr dann eben einen vierten Mann. Das heißt dann, wir sind jetzt hier beim vorletzten Raum. Und dann muss eben der Erste, der den Würfel von der Hydra aufgenommen hat, sich dem anderen Team anschließen. Sobald dann das zweite Team im letzten Raum das erste Schloss geknackt hat, verschwindet der Boss im vorletzten Raum. Und ihr könnt die nächsten zwei Schlösser ganz in Ruhe öffnen. Jetzt machen wir eben das dritte Schloss. Und dann geht's zur letzten Phase. Sprecht euch ab, wer hat keinen Überschuss, denn der muss sofort den ersten Würfel nehmen. Ein kleiner Tipp, wenn ihr einen Titan habt und einen Sentinel mit dem Schild eben, dann könnt ihr die Schildtaste drücken und in diesen Würfel reinlaufen und somit könnt ihr zweimal diesen Überschuss aufnehmen. Ja, ein kleiner Tipp von mir. Es gibt nämlich da auch eine andere kleine Taktik, dass man quasi sagt, okay, man nimmt zwei Sentinel und dann kann man alle Würfel selber machen. Aber macht es ganz normal, ist am besten für den Anfang. Und genau, dann müsst ihr euch absprechen, wer nimmt den nächsten Würfel, wer nimmt den nächsten Würfel. Egal, ob ihr stirbt, einfach weiterlaufen. Ja? Ihr könnt ja nebenbei die Zyklopen schnell mit Nade Launcher oder mit eurer Super töten, das ist kein Problem. Ja, und dann müsst ihr ganz schnell nur noch die letzten Würfel aufheben und dann habt ihr diese erste Phase schon absolviert. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit der ersten Phase. Die nächsten Videos folgen natürlich auch. Über ein Like würde ich mich freuen, über ein Abo natürlich auch. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal. Und nicht vergessen, immer schön Gamer bleiben.